Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir nicht Star Stable, sondern heute kam der Star Stable Teaser Trailer raus für das Welsh Pony. Ich weiß nicht, wie lange wir sagen, dass wir ein neues Welsh Pony brauchen. Gefühlt ewig, denn ich liebe die Welsh Ponys, aber sie sind einfach schon uralt und das eine Welsh Pony, das ich habe, ist nicht wirklich mein Favorit. Deswegen bin ich jetzt super krass gespannt auf die Welshies. Sie sehen hier schon sehr, 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 sehr gut aus. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen, wie ihr seht. Und hoffe einfach, dass die nicht so eine Katastrophe sind wie der Appaloosa, der eher ein Walkaloosa ist, in einer schlechten Variante. Was ihr euch fragt, Walkaloosa nennt man die Gangpferde, die aussehen wie Appaloosa. Aber ich hätte gesagt, wir legen los. Oha, Leute, als allererstes machen wir mal ganz kurz die Musik aus. Das Erste, was mir auffällt, was ganz lustig ist, ist, dass ein Pony eine schönere Kopfhaltung hat in allen Gängen wie ein Appaloosa. Die Kopfhaltung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen beim Galopp hat mir die Kopfhaltung sehr, sehr gut gefallen. Vollkommen versammelt gewesen. Das sind sie also. Wow. Die sind mega schick, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ist euer erster Eindruck? Ich meine, wie immer ist es so, man kann nicht wirklich so gut erkennen, ob sie wirklich schön sind oder nicht. Denn die Qualität der Teaser-Trailer von SSO ist so unfassbar schlecht. Also sie sind einfach alle mega krass verpixelt. Aber mir gefällt zum Beispiel dieser mega helle Palomino richtig gut. Seht ihr die Äpfelung? Die sieht man sogar hier in dem Trailer sehr, sehr gut. Ich finde auch die schön gestiefelten weißen Beinchen mega schön. Und ich kann mir vorstellen, dass er hier in echt, also in SSO, noch viel, viel toller aussieht. Wow. Er ist auch ein Schicker. Guckt mal. Er oder sie. Ich liebe diese Blessen ja auch in Rival Stars. Und das sieht richtig gut aus. Und er... Was macht er? Er trabt, glaube ich, ja. Er trabt hier an uns vorbei. Das sieht mega hübsch aus. Seht ihr das? Mir gefällt die Kopfhaltung sehr, sehr gut. Die sieht sehr hübsch aus. Sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. Wow. Die Ponys sehen hübsch aus, oder? Schreibt mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie gefällt euch das Pony? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde dieses Palomino-Pony mega süß. Guckt mal, mit der Blässe. Das sieht doch so zuckersüß aus, oder nicht? Wie es anschiebt. Der Sprung ist sehr, sehr ähnlich wie... Oh mein Gott, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welche Rasse? Ist das das EVB? Nee, ich bin... Leute, ich bin mir gerade nicht sicher, an welches Pferd, beziehungsweise an welche Rasse in SSO erinnert mich dieser Sprung. Guck mal, seht ihr das? Wie das Pferd sich hier lang macht, so richtig lang, dass man mega schnell rennen kann. Ich glaube, ich mag den Galopp im Allgemeinen. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, was mir mega, mega gar nicht gefällt. Ihr müsst verstehen, ne? Nach dem absoluten Desaster, was sich ein Appaloosa nennt, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, Skepsis... Oh mein Gott! Das ist die Special-Sache. Okay, heißt das, dass sie jetzt auch wieder richtig teuer werden, weil sie das können? Oh no, Leute. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass es jetzt mal wieder ein Pferd gibt, das ein bisschen günstiger ist. Also vor allen Dingen so Ponys. Ich habe irgendwie mit 750 Starcoins gerechnet oder 790. Nee, was kosten die anderen Welshies? Bin mir nicht sicher. Oh mein Gott. Das Roan ist richtig krass. Das sieht richtig krass aus, oder? Wow. Der gefällt mir auch mega gut. Mit seinen, ich glaube, es sind grüne Augen. Ah, die sind super. Leute, die sind mega gut gemacht. Vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel gerne Englisch reitet, seht ihr das? Das Pony macht so eine gute Figur.
Wow. Okay, ich bin definitiv positiv überrascht. Was mich ein bisschen stört, ist, dass dieses, ich glaube, es ist neu. Also entweder es ist neu oder ich bin lost. Es könnte beides definitiv der Fall sein. Aber dass es hier reinbuggt, seht ihr das? Ich persönlich hätte das nicht in einem Trailer genommen, weil, seht ihr das? Das buggt quasi hier komplett in die Schulter rein. Und, hat sie nichts in der Hand? Ich glaube, sie hat nichts in der Hand, oder? Das hätte ich vielleicht, also ich hätte mir vielleicht irgendwas anderes genommen außer das, wenn es so komisch buggt. Also, es sieht zumindest komisch aus. Hätte ich halt irgendwie anders gewählt. Aber ansonsten, es hat ja nichts wirklich mit dem Welsh-Pony zu tun. Von den Farben her ist jetzt nichts mega krass Exciting-mäßiges dabei, hätte ich gesagt. Mir persönlich gefällt der Palo, mir gefällt der Roan. Den Rappen finde ich ein bisschen langweilig, muss ich gestehen. Aber dadurch, dass die meisten Leute ja einen stinknormalen Rappen am liebsten mögen, glaube ich, ist es ganz gut für die meisten Leute. Er hier gefällt mir auch sehr, 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 sehr gut. Ich meine, ich glaube, dass die Welsh-Ponys sowieso keine richtig krass interessanten Farben haben. Mir persönlich gefällt, dass es so viel unterschiedliche Blässen und so gibt. Denn ich mag es immer gerne, wenn Blässen einfach besonders sind. Und die hier beim Palo finde ich mega schön, denn es kann definitiv in echt sein. Also, ne, Palos haben ganz oft eine schwarze Schnauze und dann das rosafarbene ist letztendlich da, wo das weiß ist. Kann ich mir definitiv vorstellen, dass es solche Welshies gibt, auch in Real Life. Mir gefällt er hier auch mega. Mir gefällt Liver Chestnut sowieso relativ gut. Von daher, ich habe auch nichts gegen Fuchs. Und deswegen gefällt der mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, den Rappen finde ich ein bisschen langweilig. Leider. Aber ansonsten, ich hätte jetzt gesagt, es steht jedem einzelnen Pferd das Bosal, aber er hier sieht richtig gut aus im Bosal, oder? Oh Mann, die sind mega putzig. Okay, ich bin... Leute, ein Stein fällt quasi von meinem Herzen, denn mir gefallen zumindest hier jetzt im Teaser-Trailer die Welshies mega, mega gut. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie gefallen euch die Welsh-Ponys? Das Steigen ist auch zuckersüß. Es ist auch ähnlich, oder ist es gleich? Mit einer anderen Rasse ähnlich auf jeden Fall. Ein paar Sekunden später. Ich hätte gesagt, es ist sehr, sehr ähnlich. Ich habe es mir jetzt noch ein paar Mal angeguckt. Ich kann mir aber jetzt gerade, ich weiß jetzt nicht genau, welche Rasse das ist. Ich habe jetzt noch mal gerade nachgeguckt, was SSO geschrieben hat. Und sie haben geschrieben, es kostet 800 Starcoins. Woo! Okay. 800 Starcoins, hätte ich gesagt, ist... absolut in Ordnung. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, denn wir haben ja diese eine Animation gesehen und meistens macht SSO das Ganze dann einfach ein bisschen teurer, als es sein muss. Aber 800 Starcoins ist okay. Ich hatte das Welsh eher in den 700-Bereich gesehen, aber ich hätte gesagt, 800 Starcoins ist ein ganz guter Preis für dieses hübsche Pony, oder? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie gefällt euch das Welsh-Pony? Kauft ihr euch eins am Mittwoch? Ich werde mir natürlich eins kaufen und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich jetzt richtig drauf. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, lasst sehr, sehr gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!